Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 30. Januar 2023. Vor uns liegt ein ruhiger Silbersee. Guten Morgen, lieber Schatz am Silbersee. Guten Morgen, liebe Eva. Du quälst dich gerade mit der Stimme ein bisschen. Es hat dich doch ein bisschen erwischt und wir werden versuchen, es auch ganz entspannt zu machen. Und ich unterstütze dich, wo ich irgendwie kann. Also ich fange einfach mal an. Der See liegt changierend vor uns, wirklich in einem klassischen Silber, wie er gar nicht silberner sein kann. Eine leichte Wolkendecke mit ganz wenigen blauen Durchscheinungen vom Himmel. Aber wir erwarten in den nächsten Tagen einen richtigen Winter. Der Schnee wird wieder kommen, minus 7 Grad werden es am Mittwoch. Am Samstag erwartet man minus 16 Grad. Also Schnee und richtig knackekalter Winter. Das ist typisch eigentlich hier für diese Gegend. Ja, vor allem steht im Wetterbericht am Samstag minus 16 Grad. Feels like minus 30 Grad. Also gefühlte minus 30 Grad, das wird interessant werden. Aber bis dahin ist meine Stimme wieder okay. Und ihr verzeiht mir heute, während Andreas mir dazwischen hustet, verzeiht ihr mir, dass ich heute ein bisschen leiser spreche, damit ich ein bisschen länger durchhalte. Also, wir wollen mal gleich auf einen Artikel der Welt kommen. In diesem Weltartikel wurde getitelt, die Deutschen erleben einen historischen Wohlstandsverlust. Zugleich sinkt das reale Vermögen, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dann heißt es hier, dass deutsche Beschäftigte und Unternehmen bei der Lastenverteilung in einem Dilemma steckten. Ja, und wir sprechen ja auch immer wieder von den gigantischen Gewinnen bestimmter Kapitalsammelbecken, die durch die Corona-Politik und die Überlappung des Ukraine-Kriegs auf Kosten, Andreas, dein Thema, der mittelständischen Unternehmer und der Arbeitnehmer zustande kamen. Das heißt, man spricht jetzt von einer immer sichtbar werdenderen, drohenden Armut der Allgemeinheit in Deutschland, im Wohlstandsdeutschland. Nun ja, man muss sich natürlich immer wieder vor Augen führen, dass Wohlstand kein statischer Zustand ist, sondern ständig neu geschaffen werden muss. Das merkt jeder, der schon mal vor wenigen Jahren noch gut im Saft stand, finanziell gut ausgestattet war und jetzt plötzlich mit großen Problemen zu kämpfen hat, weil es muss ständig neu geschaffen werden. Wenn das wegfällt, dann droht eben halt eine gewisse Situation. Die Konzerne, die in Deutschland sitzen und den Durchschnitt der Vermögen, also statistisch gesehen, nicht ganz so tief haben abstürzen lassen, bringen der Volkswirtschaft, also dem Volk selbst, eigentlich wenig. Denn die Aktionäre sind international verteilt und ziehen die Profite ins Ausland ab. Nichts Neues. Wir haben oft darüber gesprochen. Ich vermute ja hinter den Kulissen schon seit langem eine Agenda. Denn irgendwie führen alle politischen Entscheidungen der Gegenwart zu einer immer schwereren Schädigung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Ob das nun steuerliche Situationen sind, ob das die Energiepolitik ist oder eben halt die Supply Chains, also die Lieferketten von Rohstoffen und so weiter. Es ist ja ein einziges Fiasko. Und auf mich wirkt es so, als wären die größten Feinde der Republik im Kanzleramt mittlerweile, das sage ich ketzerisch, und den Ministerien. Das empfinde ich fast noch schlimmer als den Kreml im Moment. Ich weiß jetzt nicht, was der Kreml damit zu tun hat, aber normalerweise würde ich an dieser Stelle versuchen, dich ein bisschen einzunorden, wenn du sagst, dass du schon seit langem eine Agenda vermutest. Aber so langsam kommt jeder dahinter, dass da etwas nicht stimmen kann. Und darüber wirst du sicherlich auch noch weiter immer wieder berichten. Lass uns aber mal zurückkommen zum Thema drohende Armut. Seit 2020 sinken in der Bundesrepublik die Reallöhne. Die Einkommen der Arbeitnehmer wachsen nicht mehr stark genug, um die Geldentwertung auszugleichen. Die Unternehmer des Mittelstands sind ebenfalls an der Belastungsgrenze, wenn sie nicht schon pleite sind. Das stimmt. Und wenn ich über den Kreml rede, nur deshalb, weil wir momentan alles nur in diese Richtung interpretieren und die ökonomischen Zusammenhänge und Strukturen eigentlich
ausblenden. Das ist mein Problem, was ich habe. Naja, dieses Ganze hängt ja zusammen. Und wer die Wirtschaftsarchitektur des Kapitalismus kennt, der muss ja automatisch von einer aus meiner Sicht geplanten, konzertierten Aktion gegen Deutschland, und zwar aus dem Inneren heraus, ausgehen. Ich denke an den Eigenhass der Deutschen, den wir in der Politik finden, ganz besonders bei den Grünen und auch bei den Roten. Bei den Deutschen hat sich allein bei dem Geldvermögen gezeigt, dass die Inflation, das schöne Plus, was man dann auf dem Bankkonto hatte, langsam aber sicher aufzehrt. Und unter dem Strich erlitten die Sparer 2022 ein massives Kaufkraftminus. Zudem hat Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren Europas bekommen. Ich meine, wir waren mal ein Vorzeigeindustriestandort. Und für mich ist das hier eine Bewegung in Richtung eines sogenannten Drittlandes. Ja, im Jahr 2022 haben sich, das ist ganz klar hier auf allen möglichen Statistiken erkennbar, haben sich die Konsumgüter um 7,9% verteuert. Die Bruttoverdienste legten aber nur zwischen 3 und 4% zu. Abschließende Zahlen für das vierte Quartal, die fehlen zwar noch vom letzten Jahr, aber es steht ja jetzt eigentlich schon fest, dass das vergangene Jahr Arbeitnehmern das größte Reallohnminus seit Gründung der Bundesrepublik beschert haben dürfte. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist erst der Anfang. Wenn wir diese Entwicklungen weiter prognostizieren, und es spricht momentan alles dafür, dass wir das so können, dann gehen die Hauptprobleme erst noch los. Jetzt kommen ja schon die Gewerkschaften mit Forderungen für die neue Tarifrunde. Das erinnert mich so ein bisschen an die Ölkrise 1973-74. Damals war es so, dass man in der Stahlindustrie auf der Arbeitnehmerseite einen Lohnplus von 12,5% durchsetzen konnte. Und wenn ich mir das angucke, allein die Verdi fordert aktuell für die Mitarbeiter der Deutschen Post 15% mehr Lohn. Natürlich wird das gleich abgelehnt, aber das sind die Forderungen und aus Sicht der Arbeitnehmer oder der Mitarbeiter natürlich absolut nachvollziehbar, denn diese Größe kommt der Realinflation natürlich näher als die statistischen Werte, die man ja mit unter 10% bewertet, die man sich so zusammengebastelt hat. Wir dürfen nicht vergessen, wenn da ein Sondervermögen von 100 Milliarden, jetzt reden einige schon von 300 Milliarden, zur Diskussion steht, um die Bundeswehr jetzt mit Waffen oder das heißt die Ukraine mit Waffen zu versorgen, dann sieht es nicht danach aus, als ob man jetzt einen Weg der Gesundung eingeschlagen hätte. Ja, man fragt sich natürlich, worauf läuft das Ganze hinaus, wenn man jetzt weiter prognostizieren will. Gibt es einen Plan, der irgendwann wieder auf eine gewisse Normalität hoffen lässt? Denn das ist es, worauf die Menschen warten. Ja, ich meine, wir reden ja jeden Abend darüber und ich weiß, dass diese Frage natürlich auch rhetorisch gemeint ist. Natürlich sehe ich keinen Plan vom System für die Zeit nach der Krise. Im Gegenteil, diese ganzen WEF-Funktionäre, von denen wir immer reden, die ja das System maßgeblich prägen, das sind ja nicht die Politiker in Berlin, wenn wir ehrlich sind, die also den Menschen dann eine gute Zukunft voraussagen, die sehen eindeutig nur ihre eigenen Interessen. Spätestens, wenn man einen dieser Leute, nämlich vom WEF und auch diese sogenannten Visionäre, nach konkreten Plänen im Interesse der Menschen fragt, dann kommt gar nichts mehr, außer dass man irgendwie die nutzlosen Esser beschäftigen muss. Also wenn man mal fragt, was sollen denn das für Arbeitsplätze später mal sein im Rahmen der neuen künstlichen Intelligenz, wird man feststellen, da kommt nichts. Daher auch der neue Begriff der Beschäftigungsgeber statt Arbeitgeber. Also die Leute werden in Zukunft nur noch beschäftigt, statt arbeiten zu gehen. Man muss sich mal vorstellen, was das mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen macht, wenn ich morgens zu meinem Beschäftigungsplatz gehe, anstatt meiner Arbeit nachgehe, um damit Mehrwert zu schaffen. Das heißt also, man hat überhaupt keinen Plan für die Menschheit, von dem sie allerdings gern fabulieren. Sie haben nur einen Plan aus meiner Sicht und das ist der für sich selbst. Wobei dann die jetzige Menschheit dann ein Störfaktor wird, den man sich entweder selbst überlässt oder dann in eine Menschenmassenhaltung überführt, wie wir das ja schon gesehen haben mit diesen langen Gebäuden über zig Kilometer irgendwo in Arabien. Ja, okay, das ist die eine Sichtweise. Das ist das, was die Herrschaften gerne als Zukunftsvision hätten, wo sie auch einiges darauf auslegen. Aber
Es gibt ganz, ganz andere Sichtweisen, die das nämlich genau verneinen. Dazu wird es nicht kommen. Welche Chance siehst du, dass das Szenario so nicht durchkommt? Ich sehe da eine gute Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte hier verweisen auf mein sogenanntes Heldenvideo, was ich ja veröffentlicht habe. Gestern oder vorgestern war das. Und das ist wesentlich konkreter, als es sich die reinen Materialisten vorstellen können. Weil das klingt für viele dann eben irgendwie so abstrakt und naja, irgendwie. Nein, die alten ausgelatschten Wege der reinen Aufklärung und der Demonstrationen spielen bald nur noch eine Nebenrolle. Wir brauchen wirklich eine klare Veränderung. Ja, ich möchte an dieser Stelle, bevor wir hier noch weiter sprechen, auch über das Potenzial der Helden, Andreas, da bist du ja ganz nah am Mittelstand, möchte ich hier ganz kurz etwas einwerfen. Nämlich, es geht um unseren Kongress im März, 10. bis 12. März, Online-Kongress. Und wir müssen einen Beitrag immer schon vorproduzieren. Das ist der Beitrag von Christopher Vasey. Christopher Vasey ist französischsprachig und hält in französischer Sprache den Vortrag, der dann übersetzt wird, der dann bearbeitet wird, von einem Sprecher eingesprochen wird. Und diese Produktion läuft gerade. Und wir haben uns den Text angeschaut von Christopher Vasey. Und ich kann nur sagen, wow, das ist der Erkenntnisgewinn schlechthin. Denn er schildert uns in diesem Beitrag, was die Verstandesherrschaft auf dieser Welt angerichtet hat und warum diese Verstandesherrschaft so falsch ist. Der Mensch ist abgekommen von der Einsicht, dass er auf zwei Beinen steht. Nämlich die eine Sache ist der Verstand, den brauchen wir hier für unsere irdischen Geschäfte. Das andere Bein ist der Geist, die innere Stimme, die Empfindung. Und die, schauen wir uns nur um, schauen wir in dieses Kriegsgeheul, in das gesamte Szenario, wo es nur noch um Kapital, um Impfdosen milliardenmäßig und so weiter geht. Es geht nur noch um die Materie. Und er macht mit uns einen Streifzug durch unsere eigene Geschichte, durch unsere eigene Entwicklung und zeigt uns, an welcher Stelle wir den Anschluss verloren haben und wo überhaupt die einzige Chance für uns liegt. Und es ist so bewegend, dass man wirklich teilweise Tränen in den Augen hat. Also mir geht es wirklich so. Ich bin da sehr sensibel. Wir haben ja auch über viele Jahre rein die materialistische Ebene, ich meine da mich vor allem jetzt mit, muss ich sagen, argumentiert, als eben der Mainstream noch komplett die Vorherrschaft hatte. Und da waren wir natürlich Aussätzige. Wir waren die spielen nicht mit den Schmuddelkindern-Typen. Das kennen wir ja alles. Diese Probleme, die man dann hat, wenn man gegen die Masse schiebt. Wir sind zum Glück mittlerweile in einer Situation, dass diese allgemeinen Dinge wie volkswirtschaftliche Zusammenhänge, Geldmengen, Politik, das ist ja so ein Thema, wo ich seit 1980, Mitte der 80er Jahren auch auf Tournee mit war zum Beispiel, das ist mittlerweile bei allen angekommen. Und jetzt wiederholt sich vieles auch und so weiter. Und jetzt gehen wir natürlich auch ganz bewusst weitere Wege, nämlich wo werden wir denn das Potenzial der neuen Helden finden, um wieder zurückzukommen? Und da hattest du gerade schon angesprochen, neben dieser Aussage jetzt gerade von dem Christopher Vasey, was wirklich sehr bewegend ist, ganz konkret, wir werden diese Helden vor allem finden, rein sachlich auf der Mittelstandsebene. Und das sind nämlich noch echte Unternehmer, nicht alle, aber viele. Und diese Unternehmen sind genauso unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind. Das ist der Unterschied zu einem Funktionär eines Konzerns. Das sind also quasi typische Einzelgänger. Und richtige Unternehmer arbeiten kaum im Team und wenn nur dann, wenn es die Dinge unbedingt erfordern. Und ich glaube, auch genau hier liegt die Zukunft, nämlich in der einzelnen Tätigkeit, Einzelentwicklung. Echte Unternehmer, die fragen sich, was man in einem Land natürlich noch will, in dem die Steuern den Erfolg ihrer Arbeit auffressen, wo man mit Auflagen und Gebühren drangsaliert wird, wo man ihnen die Verwirklichung ihrer Kreativität mit Einschränkungen untersagt, wo man Geiz einfach nur geil findet,
wo man Neid schürt und wo man erfolgreiche Unternehmer eigentlich gar nicht will. Betrachtet man die letzten 20 Jahre, dann ist alles genau das, was ich hier an Fehlentwicklung gerade nenne, noch viel, viel schlimmer geworden. Ja, und ich stelle trotzdem gerade noch mal ganz schnell den Link her zu Christopher Vasey, denn er zeigt uns genau diese Entwicklung, dass diese Verschlechterung der allgemeinen Situation, ob in Wirtschaft, ob in den Finanzen, ob in der Gesellschaft, ob in der Bildung, jetzt mehr oder weniger eine exponentielle Funktionskurve bekommt. Das heißt, es kumuliert sich, Andreas. Und in diesem explosiven Status, was rätst du denn diesem Potenzial der Menschen, also der Mittelstandsunternehmer, die das erkennen? Es bezieht sich natürlich auf alle, aber hier ist der Mittelstandsunternehmer jetzt bei mir im Fokus, weil das die Garanten auch für den Aufbau einer neuen Ordnung sein kann. Im Moment geht es darum, ein Unternehmen, was man hat, nicht irgendwie am Überleben zu halten, sondern zurückzufahren. Der Mut, den Mut aufbringen, sich zu verkleinern. Denn alles ist im Größenwahn. Hast du gesagt, verkleinern, zurückfahren? Zurückfahren und verkleinern, genau das ist wichtig. Im Moment hat man übrigens keine Zeit mehr zu verlieren. Die deutsche Wirtschaft steht aus meiner Sicht regelrecht in Flammen, bildlich gesprochen. Es gilt, sich jetzt vom Prinzip Hoffnung völlig zu trennen oder besser, man muss begreifen, dass Hoffnung nicht in einer Wiederbelebung, sondern nur in einem Neuanfang begründet sein könnte. Und der Neuanfang hat den Zusammenbruch zur Voraussetzung. Davor stehen wir. Wir spüren es doch alle, wenn wir ehrlich sind. Wir müssen uns vor dem Zusammenbruch schützen und den Neuanfang aber vorbereiten. Und dafür gäbe es eine große Anzahl von Unternehmerpersönlichkeiten, die Krisenmanagement erprobt sind. Jeder Unternehmer weiß, der ist nämlich mit seinem Unternehmen verbunden. Der denkt nicht nur an sein Gehalt, an seine Boni und sagt, wenn ich den Laden morgen verlasse, fange ich bei einem anderen Konzern an, sondern der hängt verbunden tief mit seiner Seele, auch mit seinem Herzen in seinem Unternehmen. Ich rede hier also nicht von Konzern-CEOs, die nach meiner Erfahrung eben eher keine Unternehmer sind, sondern eine Art Funktionäre, die mich ehrlich gesagt oft an Beamte erinnern. Und da sehe ich überhaupt kein Potenzial. Also mal ganz konkret, was würdest du dir wünschen von den mittelständischen Unternehmern? Also kurz, erstens, wir müssen eine Entschuldung durchführen. Das heißt, die Unternehmen sollten sehen, dass sie alle Schulden zurückzahlen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Da muss man notfalls sogar eine kontrollierte Insolvenz in Erwägung ziehen, um sein Vermögen zu sichern. Da zucken natürlich viele zusammen in dem Moment. Da geht es dann um die Mitarbeiter und so weiter. Ich verstehe das, aber jetzt geht es darum, wirklich die Vorbereitung für einen Neuanfang auch zu regeln. Dann die Reduzierung der fixen Kosten auf ein absolutes Minimum. Dann auch ganz klar die Reduzierung des Personalbestandes weit unterhalb der Grenze zur Unterbesetzung. Das zwingt quasi einen selbst auch zu einer Gesundung durch Verkleinerung. Ich glaube, dass da die Zukunft liegt. Das müsste man natürlich viel genauer ausholen. Ich werde dazu etwas vorbereiten. Kündigung aller Miet- und Leasingverträge, sofern das möglich ist, zumindest zeitnah. Kündigung aller nicht unbedingt notwendigen Serviceverträge, auch daraus. Verlegung übrigens auch des Unternehmens sollte man sich durchdenken an einen kostengünstigen Standort, sofern das möglich ist. Also bildlich gesprochen bedeutet das, egal was für eine Unternehmung man betreibt, man sollte versuchen, dieses Unternehmen in einen, quasi bildlich gesprochen, Notrucksack unterzubekommen. Weißt du, woran mich das erinnert? An meine eigene Privatinsolvenz vor einigen Jahren. Da hat man so einen Schockmoment und hat zwei Möglichkeiten, in eine Starre zu verfallen oder in die Hände zu spucken und die Sache anzugehen. Ja. Das ist, glaube ich, das kann ich aus eigener Erfahrung nachschieben, das wirklich Wichtigste, dass man jetzt in die Bewegung kommt. Aber ich meine, wir reden über mittelständische Unternehmen, die krisenerprobt sind. Da gehe ich mal davon aus, dass das bei den allermeisten sowieso der Fall sein wird. Und natürlich sind das harte Bandagen, die du hier genannt hast, aber auch aus eigener Erfahrung die einzig richtigen. Da zählt dann auch jeder Cent.
Jetzt haben aber viele Bürger ihre Vermögen sachwertorientiert angelegt. Die Frage ist, wird das Kapital reichen, um die neue Wirtschaft nach diesem aktuellen Prozess auch mit neu entwickeln zu können? Naja, also ich glaube, die Manpower ist entscheidend, weniger die reinen Mittel. Aber man sollte natürlich schuldenfrei sein. Und trotzdem sollte man sein Vermögen wirklich sichern. Was ich mit einem reinen Fokus zum Beispiel auf Edelmetallen, die man zu Hause oder in Zollfreilagern aufbewahrt, eher weniger sicher einschätze. Das müsste man jetzt erklären. Wir müssen sehen, dass es nicht nur um ein drohendes Enteignungsverfahren der Immobilieneigentümer in Europa geht. Ich rede nicht von der EU, ich rede von Gesamteuropa, sondern dass auch ein drohendes Gold- und Silberverbot droht. Also das wäre ja auch nicht neu. Wenn ich sehe, wie man gerade Neiddebatten gegen Bürger aufbaut, die noch etwas haben, dann mache ich mir schon große Sorgen. Also versuchen wir das mal hochzurechnen, was das bedeutet, dass immer weniger Leute überhaupt noch klarkommen, um überhaupt zu überleben, um Nahrungsmittel zu haben, dann wird natürlich die Empathie gegenüber denjenigen, die zum Beispiel noch eine eigene Immobilie haben oder über Edelmetalle verfügen, dann irgendwann abbauen. Und dafür habe ich das Gefühl, sorgt auch eine Neidpolitik dieses Sozialismus, den wir gerade haben. Ja, aber du empfiehlst ja auch immer wieder zum Beispiel physische Edelmetalle als Sicherung. Naja, es kommt dann natürlich auf die Größenordnung an und die Strategie. Immer mehr sicherheitsbewusste Anleger fragen mich zum Beispiel zurzeit, wie man einen Teil des eigenen Vermögens jetzt in Diamanten umwandeln kann, als eine Art Airbag des Geldes. Auch das ist nicht ganz einfach, da die richtigen Berater zu kennen, denn die findet man eher nicht im Internet, wenn man irgendwie Anlagediamanten eingibt oder so. Da habe ich wirklich keine guten Erfahrungen, auch wenn es professionelle Websites gibt mit viel Tamtam, die ich da gecheckt habe. Es geht schon darum, auch die Hintergründe da ein bisschen zuzuordnen. Hängt damit vielleicht zusammen, dass der Diamantenhandel mit Russland jetzt auch eingestellt werden soll bei den nächsten Sanktionen, die erlassen werden sollen? Naja, es ist auf jeden Fall ein weites, komplexes Feld, finde ich auch ein sehr spezielles Thema. Ich sehe ja oft deine tagelangen Recherchen und Gespräche mit Experten in Sachen Diamanten, die ich dann manchmal abfällig als Klunker bezeichne. Ja, das ist auch immer ganz lustig. Na, es geht vor allem darum, eben halt auch mit seriösen Beratern, für mich ist es auch nicht ganz einfach, zu finden, damit man bei einem eventuellen Verkauf, denn wenn man Diamanten hat, dann möchte man sie natürlich auch wieder verkaufen können und dass man da keine böse Überraschung erlebt. Das heißt, man erkennt oft gar nicht, wenn man beispielsweise was macht, dass es dann gerade ein Fehler war. Aber jetzt weichen wir wirklich auch vom Thema ab. Entscheidend ist für mich eines, dass die Vorbereitung in dieser Situation exzessiv wichtig ist. Und ich werde in einer absehbaren Zeit jetzt vorbereiten, spezielle Webinare genau für diese Zielgruppe, die sich dann ganz konkret auch mit den Dingen auseinandersetzen wollen. Und die wir werden sehen. Ich glaube, der gefährlichste Punkt ist in einem solchen Prozess, wie er gerade vielen Unternehmen in Deutschland widerfährt, das Erkennen des Status quo. Auch da, ich sage es nochmal so aus meiner Erfahrung, es dauert eine ganze Weile, bis man die Realität erkennen kann oder will. Du möchtest das nicht erkennen, sondern man fühlt sich ja immer irgendwie noch sicher und sagt, ach, ich bekomme das dann schon irgendwie hin und ja, ja, das ist jetzt, man verdrängt so viel, bis der Tag X da ist, wo der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und wo es kein Zurück mehr gibt. Ja, deshalb fand ich das auch ganz gut und offen, wie du gerade von deinem eigenen Beispiel sprachst. Und das ist ja tatsächlich repräsentativ, denn es ist ja keine Frage der Größe, sondern es ist eine Frage der Qualität der Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja miterlebt. Du hast das ganz hervorragend gemacht. Du hast es wirklich strukturiert, sauber, kontrolliert, deine Situation gemanagt und bist da ganz sauber wieder rausgekommen. Darüber bin ich übrigens sehr stolz auf dich, das hast du wirklich fantastisch gemacht. Und so kann es jeder machen. Entscheidend ist tatsächlich, dass man die Irgendwie-Vokabel ablegt. Die meisten Leute sagen, ich kriege das schon irgendwie hin. Und irgendwie ist für mich eine Vokabel, die ein Tabu ist. Wenn einer kommt und sagt irgendwie, dann sage ich also nicht, red nicht. Denn das ist einfach nur eine Verschleierung oder ich hoffe mal. Hoffnung
ist im Prinzip auch ein bisschen die sentimentale Schwester der Dummheit. Das möchte ich mal so deutlich sagen, weil es ist auch ein Trägheitseffekt, der da mitschwingt. Ich weiß, es werden mich einige wieder angriffen. Ich meine das nicht pauschal, sondern ich meine nur die, die sich angesprochen fühlen. Ja, das ist ein schweres Thema und jeder denkt immer, mich trifft es nicht. Und wenn es einen dann trifft, ist tatsächlich der rasche Aufwachmoment somit das Wichtigste. Aber jetzt haben wir, glaube ich, auch genug über diese Krise gesprochen, die vielen bevorsteht, die viele schon ereilt haben, die manche auch schon hinter sich haben. Andreas, wir wollen noch mal über das aktuelle politische System in Europa sprechen. Und Viktor Orban, der Premier aus Ungarn, der hat dem österreichischen Express im Rahmen einer kleinen, feinen Pressekonferenz ein Interview gegeben. Und Viktor Orban zeigt in diesem Interview Hoffnung. Aber er sagt etwas Ähnliches wie du. Er sagt, das aktuelle politische System in Europa wird kollabieren. Und er wurde dann gefragt, also es ist ja klar, es muss erst kollabieren, bevor was Neues wieder emporwachsen kann. Und Orban sieht offenbar das Ende dieses Systems, das er übrigens ausgesprochen für falsch hält, das sieht er dem Ende nahe. Also er wurde gefragt, ob er weiter für den Verbleib Ungarns in der EU sei. Und darauf antwortet er definitiv nicht. Aber wir müssen. Und er sagt weiter, normale Menschen mit normalen Ansichten sind nicht für den Verbleib in der EU. Die Entfremdung zwischen Ungarn und der EU geht weiter voran. Ich meine, klarer kann man es kaum ausdrücken und er hat aus meiner Sicht natürlich recht, denn wer sich für die EU ausspricht, und das ist vielen nicht klar, der spricht sich gegen Europa aus. Denn Europa und EU sind zwei Gegensätze. Es gab mal ein Europa mit verschiedenen Währungen über viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg und die lebten in Frieden miteinander und es gab eine relativ ordentliche und auch eine wertschätzende multilaterale Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Staaten. Und dann kam eine Lobbyorganisation, die ein sogenanntes Parlament irgendwie eingeschaltet hat, was nichts anderes war als ein Lobbykäse mit ganz vielen Löchern in Brüssel und in Straßburg. Und diese Vereinigung hat dann angefangen, die Steuergelder der einzelnen europäischen Staaten, von denjenigen, die genügend hatten, abzugreifen und damit eine Lobbyorganisation aufzubauen, die steuerfinanziert wird. Ich meine, es ist schon ein genialer Coup, der dahinter steht. Und das haben viele Menschen natürlich erkannt. Denn sie sehen, wenn man mal 20, 30 Jahre zurückgeht, 30 Jahre zum Beispiel mal, dass die Welt da schon noch besser verteilt war, auch was den Wohlstand anbelangt und was die Probleme, Kriegsgefahren und so weiter. Ja, ich meine, es hat sich ja wirklich vieles in sehr kurzer Zeit, in den letzten 3 Jahren, extrem ins Gegenteil verkehrt. Es war deswegen vorher nicht alles richtig und alles gut, aber jetzt sind da doch Akteure am Werk, die ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Strategie verfolgen. Und so sieht Orban das auch. Er spricht zum Beispiel natürlich auch über die aktuelle Konfliktsituation zwischen Europa und Russland und bewertet auch, überraschend deutlich, die Situation der Europäischen Union. Er sagt wörtlich in dem Interview, ich weiß, über was die Regierungschefs in Frankreich und Deutschland sprechen, über noch mehr Migration und über das Gendern. Wir Ungarn haben ein traditionelles Familienmodell, aber die sind so anders. Und er betont mehrmals, sie wollen die United States of Europe. Und wir sicher nicht. Ja, und das, was er hier beschreibt, ist im Prinzip einen drohenden Rassismus, der tatsächlich genau unter dem gegenteiligen Überschriftsmodell da argumentiert wird. Nämlich, es wird eine Vielfalt argumentiert. Man spricht aber letztendlich nur von Einfältigkeit. Man will nämlich alle gleich haben, alle gendern, alle sind gleich und
wir kennen ja die ganzen typischen Dinge. Und wenn zum Beispiel einer ein anderes Modell hat, wie zum Beispiel das klassische Familienmodell, dann gehört das nicht zur Vielfalt, sondern der wird dann zum Extremisten erklärt. Das ist das Spannende. Hier geht es also darum, um Diffamierung von Andersdenkenden, die man angeblich besonders schützen will. Und das sind die Paradoxien, die man hier psychologisch bewusst einbaut, damit die Menschen irgendwann den Überblick verlieren und dann irgendwann durcheinander kommen. Es ist sehr wichtig, dass wir immer im aktiven Beobachtungsstatus bleiben. Also, dass auch wenn neue verrückte Pläne offenbart werden aus Brüssel, aus Berlin, dass wir unseren eigenen Standpunkt weiterhin kritisch überdenken, überprüfen. Und kann man sich davon mitziehen lassen, ja oder nein? Ich verweise wieder auf Christopher Vasey, der hier, glaube ich, einen sehr guten roten Faden gibt dafür, dass man auch die aktuellen Ereignisse besser noch einordnen lernt. Ja, und Herr Orban, der saß da also in der Runde mit den Journalisten in seinem Amtssitz am Burgberg über Budapest. Wer da mal, oder Budapest heißt es ja dort, wer dort mal gewesen ist und diesen Amtssitz gesehen hat mit dem Blick dann auf Budapest, das ist so beeindruckend. Naja, und da hat er eben gefragt in die Runde, tja, wie soll das weitergehen? Das aktuelle politische System in Europa kann nicht mehr lange überleben. Es wird kollabieren. Dann kommt es zu einem Zurück zur Tradition. Damit meint er natürlich nicht zurück zu allem Alten, sondern was er hier benennt, Andreas, das sind die Grundlagen der Naturgesetze. Ja, natürlich. Und aus diesen Grundlagen der Natur entwickelt sich auch eine Kultur. Und zwar eine Kultur der einzelnen Menschengruppen in einem bestimmten Gebiet für sich alleine. Und das ist das, was es wertzuschätzen gilt. Und wenn man diese Kulturen zerstört durch pure Größe, indem wir sagen eben halt nicht, wir versuchen Demos im Sinne von Demokratie, nämlich als Dorf zu sehen. Demos heißt nämlich das Dorf, nicht das Volk. Dass wir dann im Prinzip versuchen, diese Menschen in ihrer Tradition nicht zu lassen, in ihrer Kultur, sondern wir vermischen sie. Dann entsteht eine Zerstörung der Kultur. Das heißt, sie ergänzen sich nicht, sie addieren sich nicht, sondern sie subtrahieren sich, sie lösen sich gegenseitig auf. Spätestens, wenn man beispielsweise hier zum Beispiel nach Kanada kommt, das meine ich ganz wertfrei, oder nach USA und man fährt dann so durch die typischen Orte, dann stellt man fest, die kulturellen Gebäude, die man mal hatte, da gibt es denn italienische Herkünfte, da gibt es deutsche Herkünfte, dänische Herkünfte, Franzosen, was auch immer, also viele Europäer, viele Briten. Das ist dann irgendwann weg und es ist der reine Zweckbau, der übrig bleibt. Das sind mehr oder weniger Gewerbegebiete, durch die man fährt, wo man manchmal sagt, so ein kleines bisschen Kultur würde doch schon gut tun, so wie wenn man durch eine alte Stadt beispielsweise irgendwo fährt in Europa und durch eine Eisdiele sieht oder einen Marktplatz oder so ist. Das geht dann alles verloren. Das ist entscheidend. Und was dann übrig bleibt, ist dann keine Kultur mehr, sondern eine Zivilisation. Zivilisation ist weit unterhalb der Kultur anzuordnen und unterhalb der Tradition. Und aus dieser Zivilisation, da sind wir jetzt, entstehen dann solche chaotischen Strukturen, wie wir sie jetzt haben, mit Kriegsgefahren, mit Gender und mit diesem ganzen Irrsinn, weil die Menschen alle dann entwurzelt sind, weil sie eben die Tradition und Kultur nicht mehr haben. Und daraus resultieren dann eben halt diese Entwicklungen wie heute. Und zum Schluss bleibt nicht einmal mehr die Zivilisation übrig, sondern Chaos. Und genau das gilt es zu verhindern. Zurück zur Kultur, zur Tradition und zur Wertschätzung des Andersdenkenden. Es werden einige dabei sein. Ich denke mal, es gibt viele gerade hier auch bei uns im Kanal, die genau verstehen, was du gerade gesagt hast, die dem beipflichten und die einen inneren Wunsch genau in die Richtung haben. Viele nicht mehr. Das liegt einfach an der Entwicklung der Zeit. Viele haben ja achselzuckend angenommen, was passiert, ob das in der Bildung war, ob das die Frühsexualisierung in den Kinderstuben bzw. den Kitas und den Grundschulen ist, das Gendern und vieles mehr. Es gibt so viele Entwicklungen, die unserer Tradition, aber auch den Naturgesetzen entgegenstehen.
Und wer sich darüber bis heute keine Gedanken macht, der wird auch nicht merken, wenn der Abrutsch richtig aktiv wird. Und wir sind wohl schon am Beginn des Abrutsches. So sieht es offenbar auch Viktor Orban, denn als er sagt, es wird kollabieren, das aktuelle politische System in Europa kann nicht mehr lange überleben, da antwortet er, also er wird gefragt, wann, und da sagt er, noch in diesem Jahrzehnt. Jetzt schreiben wir 2023, also es wären dann weniger als 7 Jahre. Und er sagt, und die Konservativen Europas brauchen dazu dann auch einen Kopf, eine Galionsfigur. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich damit anbietet. Ich sehe ehrlich gesagt in der EU im Moment kaum jemand Vergleichbaren. Ich sehe das auch anders und ich glaube auch nicht, dass er sich selbst da sieht. Wir brauchen nicht einen Kopf oder eine Galionsfigur, sondern wir brauchen wieder die Galionsfigur, die jede einzelne Gruppierung, die sich zu einer Gruppe zugehörig fühlt, für sich dann selbst auch entscheidet und auch dann entwickelt. Und das ist eine ganz einfache und andere Situation. Ich glaube, wir müssen uns wieder zurückbesinnen an die Gesetze der Natur, worüber wir immer wieder sprechen, wie es ja Abdruschin auch im Lichte der Wahrheit so deutlich beschreibt. Und das ist übrigens auch aus unserer Sicht nämlich das Wort, welches es zu studieren gilt, um die Zusammenhänge zu verstehen. Dort finden wir sämtliche Lösungen. Wir brauchen keine Lösungen von uns, die wir beschreiben oder andere, die der Meinung sind, sie müssten Texte schreiben, sondern wir haben die Lösung dort direkt in diesen Büchern. Das sind diese grünen Bücher, wo man sie finden kann. Das ist auch ganz wichtig, dass man genau diese Ausgabe zum Beispiel auch liest. An der Stelle ist das auch nochmal ganz wichtig. Sonst kann man nämlich genau einen kapitalen Fehler machen, den man nicht machen sollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Da liegt aus meiner Sicht eine Möglichkeit und daraus entstehen dann auch ganz klare Führerfiguren, keine Verführer. Leider ist in der deutschen Geschichte zum Beispiel das Problem des Führers missbraucht worden durch Verführer. Und das ist natürlich wieder ein großes Problem. Ja, während Viktor Orban also sagt, dass in diesem Jahrzehnt aus seiner Sicht die Dinge noch kollabieren in Europa, nennt er dann auch Zerstörungen auch von wichtigen Allianzen. Also er sagt, der aktuelle Krieg in Europa hat viel zerstört. Darunter leidet auch unsere bisherige Allianz mit der Slowakei, mit Tschechien, Österreich, Italien. Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die hält Orban für einen Gamechanger, also die könnte was verändern. Er sagt, sie muss nur noch bis März die Verhandlungen mit der EU-Spitze über die Zahlungen aus dem Recovery Fund überleben. Italien braucht das Geld. Also er macht auch hier wieder klar, wie verletzbar auch die Wahrheit ist, auch wenn ein Politiker, ein führender Politiker, diese gern vertreten möchte, aber Abhängigkeit vom Geld, das ist natürlich das Argument aus Brüssel, mit dem auch Orban immer wieder niedergezwungen wird. Natürlich, und Orban weiß das, aber Orban ist intelligent und er ist auch jemand, der Gott in seiner Verfassung hat. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger, eine wichtige Voraussetzung. Er scheint auf jeden Fall recht gut angebunden zu sein. Und das ist so wichtig. Und ich glaube, er wird im Nachhinein in der Geschichte als einer der Freiheitskämpfer eingehen. Viktor Orban, der sich eben halt mit Rückgrat und Verstand, so wie diejenigen, die sich beispielsweise vor 3 Jahren als Volk gegen die Impfung beispielsweise ausgesprochen haben, die mittlerweile sogar von Bill Gates als nutzlos beschrieben wird. Also das ist natürlich auch noch eine ganz wichtige Situation. Und solche Menschen sind zu ihren Lebzeiten, zu ihren aktiven Zeiten eigentlich nie beliebt, sondern immer die Aussätzigen. Aber später gehen sie dann eben halt in die Geschichte ein als die großen Freiheitskämpfer. Und ich glaube, diesen Schritt hat er sich auch wirklich verdient. Er kämpft halt dafür. Das muss man wirklich sagen. Und als er eben gefragt wird, ob er nun für den Verbleib Ungarns in der EU sei und er geantwortet hat, definitiv nicht, aber wir müssen, hat er noch angefügt, normale Menschen mit normalen Ansichten wollen doch nicht in dieser EU bleiben. Das Problem des Mainstream-Europas mit uns Ungarn ist ja, wir sind erfolgreich. Und
Damit hat er natürlich recht. Er begründet auch seinen Kurs und sagt, man wird natürlich mit dieser Haltung sofort als Faschist oder als Homophober beschimpft. Wörtlich, ich weiß mittlerweile, ich bin der Bastard für alles. Aber was zählt wirklich? Deine Wähler. Ein Wahlsieg ist aber auch nicht genug. Auch deine Umgebung darf dir nicht immer feindlich gesinnt sein. Ja, ich bin eben für ein patriotisches, christliches Ungarn. Und er spricht natürlich auch darüber, auch wenn er dieses Bild als Ziel formuliert hat und dafür sehr viel tut, sagt er, wir sind in großen, großen Schwierigkeiten. Der Westen ist bereits im Krieg mit Russland. Das ist die Realität. Und der Westen wird immer weiter in diesen Krieg hineingezogen. Und er sagt, der Mainstream, jo, der sieht das sehr simpel. Russland ist der Aggressor, deshalb gibt es Krieg. Und keiner würde mehr in Europa fragen, Moment, gibt es noch andere Möglichkeiten? Und dieses Gespräch übrigens hat auch stattgefunden im Beisein des Sohnes vom israelischen Premier Netanyahu. Und er sagt, Israel könnte etwa helfen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Aber er sagt, wir Ungarn werden aber leider nicht mehr in der EU ernst genommen, denn wir gelten ja nur noch als die Verrückten. Ja, leider ist es so. Und wir haben eine westliche Propaganda, und über die rede ich, weil ich aus dem Westen komme. Ich rede also über unsere eigenen Leute gewissermaßen, die mich manchmal das Blut in den Adern gefrieren lassen. Also mir das Blut in den Adern gefrieren lassen, natürlich. Und das ist für mich schon manchmal wirklich erschreckend, mit welch einer Art und Weise da zum Beispiel argumentiert wird, gerade in dieser kriegerischen Unruhe. Ich habe mich ja nun auch beschäftigt wieder, und zwar gerade mit dem Assoziierungsabkommen beispielsweise von 2014 bezüglich der Ukraine. Das sollte sich jeder einfach einmal ansehen, wie dort 2014, nachdem man einen demokratisch gewählten Präsidenten aus dem Amt gejagt hat mit undemokratischen Mitteln und dann einen eigenen Präsidenten, einen anderen Präsidenten dort eingesetzt hat, mit undemokratischen Mitteln genauso, um dann im Prinzip in diesem Assoziierungsabkommen, das sollte man sich einfach mal angucken, die USA ist da federführend bei, eine Kriegsvorbereitung und eine Aufrüstungsspirale in Gang zu setzen. Und wenn man diese ganzen Dinge nicht mehr sagen darf, und das, was ich gerade sage, darf man nicht sagen, weil es als russenfreundlich gilt, das ist doch absurd. Es geht darum, jeden Schaden vom Volk fernzuhalten. Das ist der Eid, den jeder Politiker zu führen hat. Ein Bundeskanzler, jeder Minister muss jeden Schaden vom Volk fernhalten. Man kann keinem Volk einen größeren Schaden zufügen, als ihn in einen Krieg zu zerren. Und wenn ich sehe, dass eine Außenministerin unfähig irgendwas rausplappert und dabei höchste Gefahren für das Volk in Deutschland im Prinzip letztendlich eingeht, mehr oder weniger kalkuliert, nicht kalkuliert, was auch immer. So eine Figur muss natürlich normalerweise sofort zurücktreten und entfernt werden. Aber auch das spielt keine Rolle mehr. Wer also die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd, wie es immer Reinhard May in seinem gleichnamigen Schlager, glaube ich, gesungen hat. Viktor Orban nimmt auch Bezug auf die Ankündigung Russlands einer Frühjahrsoffensive in der Ukraine. Und er sagt, die Gesamtsituation in Europa ist sehr ernst. Er sagt, wenn diese Frühjahrsoffensive erfolgreich sein sollte, was machen wir dann? Der Ukraine gehen die Soldaten aus, das ist Faktum, das sagen die Geheimdienste. Schickt die NATO dann auch Soldaten? Und auch wenn das so wäre, die Russen verdoppeln dann einfach die Zahl ihrer Truppen. Sie haben mehr oder weniger gar kein Limit an Menschen. Heißt das irgendwann, dass das dann, Andreas, doch nach Reinhard May ausgelegt werden könnte, aber meine Söhne kriegt ihr nicht? Naja, das ist die Frage, die uns auch oft gestellt wird. Wir kriegen ja ab und zu Mails von Menschen, die fragen, wie kann ich vorbereiten, dass beispielsweise meine Söhne, die zwangseinberufen werden sollten, in Deutschland in den Krieg zu ziehen, dass ich im Vorfeld schon juristisch kläre, dass meine Söhne nicht zur Verfügung stehen, beziehungsweise meine Söhne selbst sagen, ich werde nicht dabei sein. Egal wie, weil Patriotismus
hat nichts mit Verachtung von anderen Menschen zu tun, sondern mit der Liebe der eigenen Heimat. Und wenn ich in ein Aggressionspotenzial angreife und damit im Prinzip meine eigene Heimat gefährde, dann muss man die ganze Situation auch von der Seite mal betrachten. Und es ist natürlich schwierig, da irgendetwas zu tun, denn dazu benötigen wir erstmal einen Rechtsstaat. Und was wir in den letzten 10 Jahren an Entwicklungen in Deutschland erlebt haben, ist es dem Namen Rechtsstaat aus meiner Sicht schlichtweg unwürdig geworden. Und ich schlage oft nur die Hände über den Kopf zusammen, aber offenbar muss es jetzt so sein, denn es muss einen Neuanfang geben. Wir sollten nicht versuchen, in eine Wiederbelebung des Alten zu gehen, sondern in einen Neuanfang. Und das ist, glaube ich, genau die gute Nachricht. Und ich glaube nicht einmal, dass es zum großen Krach kommen wird, denn die Menschen an sich, die wollen keinen Krieg. Und ich glaube, die meisten Deutschen, die wollen auch keine Waffen liefern. Das wird mehr oder weniger medial gepusht. Würde es diese Medien nicht geben oder gäbe es ausgewogene Medienberichte, würde die Wahrscheinlichkeit einer Pro- und Kontra-Lieferung beispielsweise ganz anders beim Volk ausfallen. Das ist doch ganz logisch. Und das ist der Unterschied zu Orban, der sagt, ich bin demokratisch gewählter Präsident und mich interessiert, was die Menschen denken und deren Interessen habe ich zu vertreten. Er ist auch natürlich extrem gut informiert. Er bringt hier Informationen, die man jetzt nicht überall im Hofberichterstattungsmedium findet. Er spricht zum Beispiel darüber, dass Russlands Kriegsziel sei, die Ukraine zu einem unregierbaren Wrack zu machen. Der Westen soll ihre Rettung dann nicht feiern können und das laufe bereits erfolgreich. Die Ukraine, sagt Orban wörtlich, ist wie Afghanistan, no man's land, also Niemandsland. Im Prinzip ist es so irgendwie, weil ich sehe, dass die ukrainischen Menschen, ich rede nicht von den Führern, denn das sehe ich überall identisch, derjenige, der an der Spitze sitzt, an der Krippe sitzt, der frisst und sieht zu, dass er dabei auch seine eigenen Pfründe sichert. Die Menschen sind das Problem. Und es ist mir völlig egal, ob es die Menschen sind aus der Ukraine, die ums Leben kommen, aus der Ostukraine, aus der Westukraine oder russische Soldaten. Jede Qual, jeder dieser Morde, jeder dieser Tötungen, die dort stattfindet, entschieden von Männern, die hinter dicken Mauern sitzen und nie an einer Waffe stehen müssen, auch Frauen. Ich denke da beispielsweise an Waffenlobbyisten aus dem liberalen Bereich in Deutschland, die dann mehr oder weniger niemals in Lebensgefahr kommen dabei, aber eben halt über andere Menschen mit ihrer Arbeit direkt oder indirekt sogar regelrecht richten. Ich weiß gar nicht, wie man das vor seinem Gewissen verantwortet. Der ungarische Premier sagt, Wladimir Putin hat nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen. Er wird sicher nicht als Verlierer in den Wahlkampf gehen wollen. Und er sagt, die Zeit läuft, das ist das Wichtigste. Und die Zeit spielt für Russland. Wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir glauben, die Russen denken so wie wir. Die Geschichte zeige, je mehr der Druck auf Russland steigt, desto besser werden sie. Und jetzt sieht man schon, sie werden immer besser an der Front in der Ukraine. Ja, ich nehme das nur so hin und ich denke auch manches Mal, weil es wird ja gern vom Westen her gesagt, wenn das System Putin erstmal weg ist, dann wird es wieder gut. Ich glaube, es hat sich noch gar keiner Gedanken gemacht, was dann eigentlich ist. Wer soll das machen? Medvedev? Wer soll das machen? Und wie wird das sich dann im Prinzip aussehen? Wird dann eventuell weiter eine moderate Politik stattfinden und man schießt nicht einfach irgendwelche Atombomben durch die Gegend? Oder sitzen dann eventuell irgendwelche Menschen dann an irgendwelchen Knöpfen, die dann wahllos drauf rumdrücken? Man muss auch mal wissen, eben welche Gefahren wir hier diskutieren. Ja, er macht das. Orban geht wirklich sehr offensiv mit dem um, was alles drohen könnte. Also das war ja ein sehr exklusiver Talk mit Journalisten, die als Vortragende des Matthias Corvinus Kollegium in Budapest bei einem Kongress anwesend waren. Und Orban sagt, dass ein sofortiger Waffenstillstand wichtig ist. Er sagt, wir haben nicht die Lösung für einen Friedensvertrag auf dem Tisch. Das wird eine lange Phase der Arbeit sein. Aber
Er sagt, dass Russland einen Waffenstillstand zur Reorganisation seiner Armee und zur weiteren Aufrüstung verwenden könne. Das beurteilt er folgendermaßen. Er sagt, ja, natürlich bietet ein Waffenstillstand diese Möglichkeit, aber sind wir doch ehrlich, sind wir Europäer bei diesem Konflikt eben auf der Siegerstraße, auf der Erfolgsspur? Das sehe ich einfach nicht. Und er warnt auch vor einer weiteren gefährlichen Eskalation im Ukraine-Krieg. Er sagt, es wäre möglich, dass die russischen Streitkräfte mit taktischen Nuklearwaffen antworten, falls die Ukraine weitreichende Raketen erhält und sie auf russische Ziele abfeuert. Und auch deshalb rät Orbán zu Waffenstillstandsverhandlungen. Er sagt, den Konflikt mit Russland fortzusetzen, um auch die Einigkeit Europas zu festigen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ja, das glaube ich auch nicht. Denn wir müssen uns einfach nur mal den Globus ansehen. Die Weltkarte, ich bin ja ein Freund von Globus, wie ihr alle wisst, von Globen. Wenn ihr euch mal anseht, wo liegt die Ukraine? Und dann sucht ihr mal die Stadt Moskau und dann guckt ihr auf dem Globus und sucht die Stadt Washington. Und dann stellt ihr fest, wie nah Moskau an der Ukraine ist. Und wenn dann beispielsweise die Ukraine Mittel- und Langstreckenwaffen für die Ukraine fordert, dann bedeutet das, dass die Moskau erreichen können. Und das innerhalb weniger Minuten. Sag mal, worüber reden wir hier eigentlich? Auf der anderen Seite würde es 8 Stunden dauern, bis so ein Ding nach Amerika rübergeht. Da kann man noch ganz in Ruhe seine Abwehrkräfte aufbauen. Das sind die entscheidenden Faktoren. Auch mal strategisch die Zusammenhänge zu erkennen, dass wir USA mit größter Vorsicht sehen müssen, wenn sie Entscheidungen in Sachen Ukraine-Konflikt treffen, weil sie werden bei Fehlentscheidungen nicht betroffen sein. Es ist einfach zu weit weg. Das ist der ganz große Unterschied, den viele nicht auf dem Schirm haben. Und ich wundere mich, warum auch die Journalisten diesen Zusammenhang nicht deutlicher machen. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann die Forderung jetzt aus der Ukraine, nachdem nun alle völlig begeistert so viele Panzer wie möglich liefern wollen, also nachdem Scholle sozusagen grünes Licht gegeben hat, da sind sie dann alle aufgesprungen und übertreffen sich jetzt gegenseitig. Aber das reicht natürlich Herrn Selenskyj noch lange nicht und auch Herrn Melnyk und allen anderen nicht. Denn Selenskyj fordert jetzt auch Langstreckenraketen. Das brauche jetzt die Ukraine und zwar, oh, wie spricht man die denn aus? Ataxan-Raketen aus US-Produktion, ATACMS-Raketen, ich sag's mal lieber so, die eine Reichweite von circa 298 Kilometern hätten. Washington hatte es bislang abgelehnt, solche Waffen zu liefern. Melnyk hatte, glaube ich, auch gefordert, dass man die Fregatte Lübeck, die eigentlich ausgemustert werden sollte, dass die jetzt auch an die Ukraine gehen. Andreas, nehmen wir mal an, das würde jetzt auch alles geliefert werden, weil es gibt ja schon einige Seiten, die das befürworten. Wird dieses Wünschen und Fordern jemals ein Ende haben? Ja, natürlich nicht, wenn wir wissen, das hatten wir beim letzten Podcast deutlich herausgearbeitet, dass Herr Selenskyj in direktem Kontakt mit Larry Fink von BlackRock ist. Das heißt also mit den großen Unternehmen wie Vanguard, wie BlackRock und Goldman Sachs zusammenarbeitet und er sie sogar anwirbt und sagt, investiert bei uns, macht kleine Firmen zu großen Firmen, werdet reich, wir schaffen den weltweiten dieses Wirtschaftswachstum wieder. Ja, das ist ganz wichtig aus US-amerikanischer Sicht. Und wir bieten euch dafür den Krieg an. Auf Kosten übrigens seiner eigenen Bürger. Spätestens dann wird es klar, dass seine Interessen vielseitig sind, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und da ist er natürlich relativ schnell bei der Sache. Denn alles, was jetzt gekauft wird, erfordert ja auch schon U-Boote fürs Schwarze Meer und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, ein komplettes offensives Eskalationsprogramm, was da gestartet wird, dann werden die gesamten
Waffenlieferungen aus den letzten Jahren, die auch irgendwann Verfallsdaten haben, die kann man dann da in Ruhe verballern. Und dann kommt irgendwann die Rechnung. Und wer zahlt die Rechnung? Dafür gibt es dann die EU und spricht dann von einem sogenannten Wiederaufbau. Und der Wiederaufbau, der hängt natürlich auch damit zusammen, erst einmal die Schulden zu bezahlen. Und das sind die derzeitigen Waffenlieferungen, die zum Beispiel aus dem Westen kommen. Es ist eigentlich überschaubar einfach. Selenskyj möchte auch, dass die Sportler aus Russland und Belarus bei den Olympischen Spielen in Paris nicht mitmachen dürfen. Belarus ist aus seiner Sicht auch Kriegspartei geworden. Und Selenskyj hatte zuvor betont, dass die olympischen Prinzipien unvereinbar seien mit Krieg. Er warnte davor, dass Russland die Biegsamkeit des IOC ausnutzen werde, um das dann als Zugeständnis darzustellen. Also wenn das die Kriterien wären, dann wären in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren die USA wären nicht bei einer einzigen olympischen Disziplin gewesen, sondern wären dann gesperrt worden bei den Kriegen, die da geführt wurden. Also hier sieht man eben halt auch diese Verfehlung des Überblickes und der Objektivität. Es ist aber auch so, Andreas, soll man jetzt schon festlegen, aber die Olympischen Sommerspiele in Frankreich, die finden erst nächstes Jahr, also 2024 im Sommer statt. Ist das überhaupt jetzt schon ein Thema? Naja, natürlich, das gehört halt zur Propaganda. Das sind ja keine Themen, das sind keine Sachverhalte, die diskutiert werden, sondern es werden nur emotionale Propagandaschlachten gefahren, damit die Leute immer wieder einsehen, dass wir den Krieg auch brauchen. Dass sie einsehen, dass sie dann bei 16 Grad in ihrer Bude draußen eben halt frieren. Aber es dient ja eben halt der guten Sache. Bis zum Jahre 2024 hat man dann eventuell schon einen neuen Krieg im Raum Taiwan gemacht. Und dann wird das auch dann die Forderung sein, dass China auch nicht mehr bei der Olympiade stattfinden kann und dann vielleicht sogar alle, die sich mit Russland und mit China sogar in irgendeiner Form verbünden. Also es ist alles so durchsichtig. Ich hätte mir gewünscht, dass so ein Zeitziel wie der Sommer 2024 gar keine Rolle mehr spielen könnte, weil bis dahin Frieden herrscht, weil man so schlau gewesen sein könnte, sich doch an einen Tisch zu setzen, um dann eben diplomatische Verhandlungen aufzunehmen. Aber es droht eher Ungemach von allen möglichen Seiten, denn wie es zum Beispiel einem Bild-Zeitungsartikel, dem berühmten Ukraine-Ticker, zu entnehmen ist, hat China jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Und zwar hat Außenamtssprecherin Mao Ning heute vor der Presse in Peking Folgendes gesagt: Die USA sind diejenigen, die die Ukraine-Krise ausgelöst haben. Sie seien auch der größte Faktor, der die Krise anfacht. Das ist selbsterklärend und ich will da nichts zu sagen, denn ich möchte da gerne mich lieber dann zurückhalten, weil China macht da eine Interpretation und sie haben das Recht, ihre eigenen Interpretation zu führen. Ja, die Volksrepublik China hat ja trotz des Drängens des Westens Russlands Vorgehen, also seit letztem Februar sozusagen, nicht wirklich verurteilt. Im Gegenteil, sie haben sich auch auf die Seite Russlands gestellt. Sie machen Geschäfte, wie inzwischen sehr viele andere Länder auch, vor allem in Afrika, in Südamerika. Die Außenamtssprecherin Mao Ning, so heißt es hier, reagierte mit diesen Anschuldigungen auf eine Frage nach amerikanischen Vorwürfen, dass chinesische Unternehmen möglicherweise die russische Seite unterstützten. Die Sprecherin sprach dann von unbegründeten Verdächtigungen und grundloser Erpressung. China werde nicht untätig bleiben, wenn die USA die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen schädigten. Und sie sagt dann wörtlich: Wenn die USA wirklich die Krise bald beendigen wollen und sich um das Leben der Menschen in der Ukraine sorgen, müssen sie aufhören, Waffen zu liefern und von den Kämpfen zu profitieren. Ja, das kann ich natürlich jetzt auch hier wieder nur deutlich interpretieren, dass diese Gruppe der Länder,
die sich von der Hegemonialmacht USA distanzieren, ziemlich stabil wirkt auf meiner Sicht. Und das vielleicht auch nochmal ganz wichtig zum letzten Podcast, weil ich sprach dann von Krauss-Maffei, die ja zu einem chinesischen Konzern gehören. Nun muss man dazu wissen, dass Krauss-Maffei-Wegmann, das ist also ein anderes Unternehmen, die aber natürlich schon in einer Verwandtschaft herrschen miteinander, dass die aber in Deutschland sitzen. Weil viele haben gesagt, dann bauen die Chinesen ja jetzt quasi die Panzer im Krieg gegen Russland und auf der anderen Seite sagen sie, sie sind für Russland stark. Das muss man auch nochmal differenzieren. Übrigens sind diese Punkte, ganz wesentliche Punkte, auch auf unserem Kongress. Ich habe da ein sehr spannendes Gespräch mit Ernst Wolf, der ja auch eine ganz klare Linie haben, dieses medialen Komplexes, die ja die gesamte Macht mehr oder weniger komplett einheitlich steuert. Und da bin ich dann an bestimmten Stellen anderer Meinung und begründe das dann auch aus meiner Sicht, weil natürlich auch die Köpfe in den entsprechenden Regierungen durchaus unterschiedlich sind. Und man hat natürlich immer ganz bestimmte Entwicklungen, die das eigene Weltbild durchaus noch steuern. Und es geht darum, dass ich genau in diesem Vorgespräch versucht habe, auch mit ihm zu sprechen, und darüber werde ich mit ihm reden, dass wir eben halt unterschiedlicher Meinung auch sein können, was so diese pauschale Geschichte, alles hängt zusammen. Da ist was dran, aber es gibt da eben halt auch verschiedene Facetten, die man dringend beobachten muss. Und eine dieser Facetten ist eine ganz wichtige Grundlage auch, dass dieser Irrsinn, der da geplant wird, nicht aufgeht. Wovon ich nämlich auch überzeugt bin. Übrigens Ernst Wolf dann ja auch irgendwo. Ja, es wird spannend. Wir sind ja jetzt inzwischen nach diesen 3 Jahren Berichterstattung hier in einem sehr interessanten Stadium angekommen. Es war eigentlich klar, dass es auf eine Art Explosion hinausläuft, was nicht im übertragenen Sinne gemeint ist, sondern das sind ja viele, viele Initialfeuer, die jetzt langsam in Großbrände übergehen. Andreas, nochmal zu China und USA. Es wird ja in den nächsten Tagen Außenminister Blinken aus den USA in Peking erwartet. Der ist ja seit 5 Jahren ist niemand aus den USA dort gewesen. Aber die Chinesen, diese Sprecherin, die warnt jetzt schon die USA, einerseits über Kommunikation und Zusammenarbeit mit China zu reden, aber sich gleichzeitig in innere Angelegenheiten einzumischen. Und die Taiwan-Frage, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, die stehe im Zentrum der chinesischen Kerninteressen. Die USA, so die Warnung, dürften hier keine roten Linien überschreiten. Chinas Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung, schreibt die Bild hier. Hingegen verstehe sich Taiwan längst als unabhängig. Die USA liefern Waffen, damit sich die Taiwaner verteidigen können. Also ein bisschen gleichen sich die Geschichten. Naja, wenn wir wissen, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, nachdem ja Donald Trump versucht hat, die ökonomischen Geschicke der USA wieder auf USA zu beschränken und zu sagen, okay, make America great again. Das war seine Devise. Und damit hat er ja gute Erfolge gehabt. Dass also die Wirtschaft, die interne Situation, die Menschen dort in USA, dass es denen wieder besser ging. Dann kam eben halt diese Geschichte, dass es diesem Deep State, diesem vielleicht auch Morast, von dem Trump sprach, überhaupt nicht passte. Und man hat mit einem unglaublich medialen Aufwand und mit unglaublich viel Geld dann irgendwie Biden jetzt als Präsidenten hinbekommen. Und die Ergebnisse sind katastrophal für die gesamte Ökonomie. Diese rote, links-grüne Agenda führt natürlich zu einem Zusammenbruch des ökonomischen Systems in USA. Und man brauchte jetzt natürlich auch den Krieg, der natürlich schon lange vorbereitet war. Man braucht natürlich jetzt auch die Rüstungsindustrie. Und damit hat man wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Wir dürfen nicht vergessen, USA ist das am meisten verschuldetste Land der Welt. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist nirgendwo größer als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Land ist mehr als pleite, pleite, pleite. Sie haben nur einen Vorteil. Sie haben Waffen, sodass jemand, der das zu stark behauptet, ein Problem hat. Und
Jetzt kommt als nächstes Taiwan und man redet ja schon ganz offen von dem drohenden Taiwan-Konflikt und damit versucht man wieder letztendlich die Ökonomie über die reine Rüstungsproduktion wieder ein bisschen zu retten in die nächste Phase rein, um damit die Pfründe der eigentlichen Geldverteilung eben halt zu sichern, vermeintlich. Aus diesem Grunde ist es natürlich schon wirklich schwierig, da etwas zuzusagen, aber das, was China hier interpretiert, ist nachvollziehbar. Ja, vor allem, wenn man die vergangenen Jahre mal in einem etwas größeren Weitblick überschaut, der Irakkrieg, der Libyenkrieg, der Afghanistankrieg, noch viel früher dann auch natürlich der Jugoslawienkrieg. Andreas, das sind ja mehr oder weniger vergleichbare Länder, die irgendwann kaputt gebombt wurden, so wie Orban es jetzt auch für die Ukraine mehr oder weniger vorhersagt und sagt, das wird dann irgendwann ein Niemandsland sein mit kaputten Strukturen, also wo auch ein Wiederaufbau von Null an wahrscheinlich irgendwann erforderlich ist. Ja, darauf läuft es hinaus. Und jeder, der sich damit auskennt, mit den Strategien der Vergangenheit, daraus kann man ja viel lernen, der kann das relativ logisch ableiten. Interessanterweise, und das ist die gute Nachricht, ist es längst nicht mehr nur einer kleinen vermeintlichen Elite vorbehalten, diese Zusammenhänge zu verstehen, sondern ganz viele Normalbürger, die sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, die sich Sorgen um die Ernährung machen, die nicht frieren wollen im Winter, die fangen aus der Not heraus an oder haben angefangen, die Dinge zu hinterfragen. Ich denke alleine, was wir hier in Kanada für viele Menschen haben, die sich kritisch mit den gesamten Systemen auseinandersetzen. Ich habe viele Kanadier kennengelernt, die mir erklärt haben, ich war ganz erschüttert, Menschen, die ich gar nicht kannte, wie kritisch sie auch gegenüber der eigenen Politik teilweise sind. Und ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen. Und das ist unglaublich wichtig, dass diese Grundlagen entscheidend sind. Und das ist auch das, warum das System so wackelt. Als ich gerade gesehen habe, wann war das gestern, eine Rede von Herrn Steinmeier irgendwann, die er sagte, das ist schon etwas länger her, aber es spielt keine Rolle. Die Rede war von 2014. Ja. Also wir haben das auch geschrieben, dass es einige Jahre her ist. Andreas, fast 10 Jahre. Ja, aber diese 2014 sind ja der Beginn des aktuellen Ukraine-Krieges. Um das mal ganz deutlich zu sagen, insofern passt das ja sehr gut in die jetzige Phase des Krieges, der ja 2014 schon begonnen hatte. Und wie Herr Steinmeier als Bundespräsident regelrecht ausgerastet ist, weil ganz viele Menschen ihn als Kriegstreiber bezeichnet hatten. Und ich fand das schon sehr witzig und nicht witzig, sehr wichtig. Und wenn ich mir überlege, ich korrigiere, wichtig meine ich, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da jetzt im Prinzip diese Situation in den letzten 10 Jahren sich jetzt so hochgepusht hat und wir jetzt in eine neue Qualität der Erkenntnis kommen, der normalen Menschen, die sagen, stopp, 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 und das System, der Faden, an dem das System hängt, noch dünner geworden ist. Man spürt es ganz deutlich. Also ich spüre es richtig, dass der Neuanfang vor unseren Augen steht. Und ich muss ehrlich sagen, es wird jetzt auch wirklich Zeit. Gute Bekannte von uns hatten uns ein Video geschickt. Das hatten wir auch gestern eingestellt. Gestern oder vorgestern. Nämlich von einem Friedensdemonstrationszug durch Frankfurt. Die waren auch dabei. Und diese Friedensdemonstrationen, die wachsen jetzt zu Recht aus meiner Sicht wie Pilze aus dem Boden. Und das sind friedliche, geistige Widerstände. Wäre ich in Deutschland, wäre ich dabei. Wir haben nie zu Demonstrationen oder Protestaktionen aufgerufen oder wir haben immer den Hinweis gegeben, wenn ihr dabei seid, bleibt friedlich, greift niemanden an, werdet nicht ausfällig, auch nicht verbal, sondern bleibt in friedlicher Mission, aber sich an den Händen zu fassen, um für Frieden und gegen den Krieg zu demonstrieren. Das kann ich nur empfehlen, um ehrlich zu sein. Und ich hoffe sehr, dass das Ganze Ausmaße annehmen wird, dass auch Berlin nicht mehr drumherum kommt. Ich hoffe es und deine Worte in Gottes Gehörgang. Das ist wirklich wichtig, dass wir genau das jetzt eben halt immer mehr forcieren. Denn es sind immer mehr Menschen, die sagen, stopp, 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 es geht so nicht mehr weiter. Und ich glaube, das ist der richtige Weg jetzt. Ja, und ganz zum Schluss noch eine Meldung. Und daran sehen wir eigentlich, wie verfahren die Situation schon gemacht wurde.
hat auch die Bild-Zeitung im Ticker gemeldet, dass nämlich die russische Führung wegen der geplanten westlichen Panzerlieferungen an die Ukraine derzeit Friedensverhandlungen für aussichtslos erklärt hat. Und zwar hat sich da geäußert der Vize-Außenminister Sergei Rabkow, das hat er gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti gesagt, und zwar wörtlich: unter den jetzigen Bedingungen, da Washington seine Entscheidung verkündet hat, Panzer zu liefern, und seine Vasallen wetteifern, wer wie viel Panzertechnik der Ukraine liefert, ist es sinnlos, mit den ukrainischen Nazis oder deren Puppenspielern zu reden. Andreas, das sind natürlich harte Worte, aber auch klare Worte, nämlich dass im Moment die ganze Angelegenheit in eine Sackgasse geraten ist. Ja, wir haben eine Ost- und Westpropaganda auf beiden Seiten und die Bandagen werden immer härter, die Wertschätzung wird immer geringer und die Lust auf Friedensverhandlungen wird immer mehr abnehmen. Und das ist offenbar der momentane Prozess. Aber ich glaube, es braucht trotzdem nicht zur völligen Eskalation kommen, sondern im letzten Augenblick, und darauf baue ich, dass die Menschen dann merken, stopp, nein, auch diejenigen, die an irgendeinem Knopf sitzen und damit den Horror auslösen könnten. Ja, genau. Also jeder hat ja auch seine Verantwortung, egal ob in kleinem Amt oder in großem Amt. Und wir werden alle mit unserem Handeln und unseren Entscheidungen wieder konfrontiert werden. Ihr Lieben, das war's für heute, ein bisschen kürzer als sonst. Ob ich das Abendgebet heute hinbekomme, weiß ich noch nicht. Wenn nicht, reiche ich es morgen nach. Du hast dich so wacker geschlagen. Dir gute Besserung und euch alles Liebe und Gute. Habt einen schönen Tag noch. Ciao.